Ist da noch was? So, willkommen zurück. Ich gehe mal was zu trinken holen. Noch so eine Obelisk-Dinger finden. Was ist das denn? Was? Cool. Also der Google-Übersetzer ist gut. Wieso? Er macht aus Drake ein Erpel. Kann sogar sein, dass es eine der Übersetzungen ist, aber so aus dem Fantasy-Genre muss das halt irgendwas anderes sein. Drake. Erpel, Drache, Enterich, Drachenboot. In meiner Wohnung ist das männliche finster. Ente. Da gibt es auch einfach keine entsprechende Übersetzung im Deutschen. Dann noch Drache, Bordwandgeschütz. Bordwandgeschütz, das kenne ich von das kenne ich von Space Engineers. Boah, Mario, wir müssen mal wieder Space Engineers. Wir müssen mal unbedingt nach Synergy Space Engineers weitermachen. Da hat sich einiges verändert. Gehe ich mal Echt? Von aus. Ja, die bringen ja. Mal von aus. Die bringen ja jeden Donnerstag Updates. War noch so ein scheiß Obelisken-Teil. Ah. Da, das ist doch. Nee, kann ich nicht ansprechen. Leute, kauft Space Engineers, wenn ihr es nicht habt. Das Spiel ist ein Muss. Must have. Ist zwar Early Access, aber das ist ein Spiel, was man wirklich empfehlen kann. Ja. Ah, würde ich jetzt auch nicht so unbedingt sagen. Also nicht für die, was kostet das jetzt gerade? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ihr wagt es, mich anzugreifen, ihr elenden Wichser. Es ist schön, dass ich die alle mit einem Schlag one-hitten kann. Da ist es doch endlich. Bam. Oh, jetzt habe ich hier gleich alle Quests abgeschlossen, dann braucht noch der schwarze Drache hier ankommen. Der kommt in 4 Minuten. Da hinten kommt. Ich bin jetzt nicht sicher, ob schwarze oder rote Drachen die stärksten waren. Der weiße Drache. Nee. Doch, der weiße Drache. Die gehören zu den schlechtesten. Nee, der weiße Drache mit eiskaltem Blick ist der stärkste. Falsches nicht, Universum. Nicht mal der rotäugige Drache kann ihn was anhaben. Der Raptor da vorne sieht ziemlich cool aus. Leider werde ich sowas nie haben können. Weil man dafür was bezahlen muss. Und ich habe mich entschlossen, nie wieder in irgendein Spiel Geld reinzustecken. Dann will ich es lieber kaufen. Einzige Ausnahme wäre Elder Scrolls Online. Da habe ich mich irgendwie drin verschossen. Aber das ist... Nicht gut. Nö, wo es geht. Ich hätte nämlich auch so gedacht. Und dann habe ich dann doch jede Season bei Diablo 2 damals wieder Geld für Runenwörter ausgegeben. Habe ich nie gemacht. Ich habe es 2 oder 3 Mal gemacht. Beim Endgame, da brauchst du halt so eine überkrasse Ausrüstung. Ja klar, aber dann sammelst du den Quatsch eben zurecht. Nee, es geht also nicht alles. Also diese ätherischen super Sachen, die konntest du einfach nicht ernsthaft sammeln. Also das ging nicht. Da gab's halt irgendwie zu viele von diesen Runen, die so überkrass selten sind. Also dann kommt es ja auch noch auf den Charakter an, den man gespielt hat, ne? Ja, klar. Ich habe versucht, Warcraft 3 aufzunehmen, auch gestern. Ich habe ja bei... Ja, was für war das? Sellerie. Ich habe ja bei Diablo 2 auch permanent einen Bot laufen lassen. Dann hatte ich auch alle Runen, die ich brauchte, also. Ja, nachdem wir das mit dem Bot gemacht haben, da wurde es auch deutlich besser. Ja, die wollen ja, da haben wir die Slot-Machine sich selber spielen lassen. Die wollen ja Diablo 3, 2 als Remaster rausbringen, ne? Oder zumindest habe ich so irgendwas gehört. Wenn das sowas ähnliches wie StarCraft 2 wird, dann... Diablo 2 hätte ich auch mal wieder Bock. Bei StarCraft 1 wird, dann... Was haltet ihr davon, Diablo 2 zu spielen mit einer Mod? Da gab es diese Medieval-Mod oder sowas oder irgendwie sowas. Da gab es so total andere Skill-Trees. Also richtig krass in die Tiefe ging das da.
Also ich würde Diablo 2 höchstens wegen der Geschichte mir holen, aber es so als großes Event würde ich da jetzt nicht draus machen. Ich muss ja auch nicht. Wir können das ja Und auch einfach ohne aufzunehmen spielen. Ich weiß, das ist fast nicht möglich, aber. ich es wäre theoretisch möglich. Aber Ne, ich weiß nicht, nachher verfalle ich wieder in Diablo 2, das geht nicht. ja, die ist das doch Potenzial zu hoch. Ja. Und ich ahne Übles, wenn das genauso wird wie StarCraft 1. Ich habe mir von der Remaster-Version von StarCraft 1 ein bisschen mehr erhofft, als ich mir da was anges das angesehen habe. Ich dachte, das wäre eine Art re richtiges Remake. Aber das ist ja mehr, tatsächlich mehr eine Instanz, ja, mehr so auf eine aktuelle Stand der Technikbringung. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Eine Minute. Also spielt das Original, das denke ich mal, ist wesentlich interessanter. Dann spart man außerdem Geld, vor allem habe ich es schon das gekauft. Also ich denke mal, so ein Remake von Diablo 2 würde ich mir tatsächlich holen. Ich würde es holen, wenn auch die Zwischensequenzen zum Beispiel, beziehungsweise wenn das wirklich ein Remake wäre. Also ein richtiges Remake, das wäre cool, aber wenn das nur so Wenn das. aufpoliert ist, dann ist das. Dann spiele ich lieber das alte. Ja, meinetwegen hier, ich sag mal, Diablo 2 mit ein bisschen besserer Grafik, so, ne? Das nehme ich auch, Ah, aber. dafür würde ich auch kein Geld ausgeben. Wenn man das Original, sag ich mal, dann halt kostenlos dazu kriegt und das Remaster dann praktisch, wenn man da 14 € oder so bezahlt, dann okay. Würde ich mir noch geben. Aber auch nur bei Diablo und nicht bei StarCraft 1. Zumal ich mir das Spiel ja schon gekauft habe. Also als Original. Ich habe das Original hier zusammen mit dem Add-on Brood War. Auf Deutsch. Huch. Oh nein, guck mal. Das ist doch Alduin. Bleibt er noch da, kommt angeflogen. Was der so drauf hat. Ich bin irgendwie So. gelähmt. Ja, das kann der andere irgendwie auch. Ob der rot ist oder schwarzes Feuer? Was für ein Feuer? Ja, welche Farbe? Rot. Okay. Oh, es hat mich fast umgebracht. Was? Ich bin kein Wichtigtuer. Ups. Boah, fuck. Fast tot. Die Tot. anderen, die großen anderen YouTuber sind Wichtigtuer. Die Bonzen. Ja, und daher ist es irgendwie wichtig, dass man schnell wegkommt oder halt nur von einer bestimmten Seite Er angreift. guckt sowieso die ganze andere Richtung. Ich stehe direkt eigentlich hinter ihm. Eigentlich ganz bequem. Cool, das war's. Das war ja einfach. Der ging echt schnell down. Hat er dort irgendwelche Minions gehabt? Doch, da hinten? Oder sind das einfach. Tja. Die Drachen erinnern mich irgendwie an die Drachen von Skyrim. Nee. Viel zu einfach. Die Drachen von Skyrim sind teilweise nerviger. Ja, weil sie mal wegfliegen. Ja, ich Dann habe einen kämpft Drachen. man Ich habe gegen einen einen. Bären, Ich einen habe einen. Säbelzahntiger, eine Horde Vampire und Banditen, einen Ja, Werwolf ich habe einen Drachen gesehen, und der. gegen Mammut und einen Riesen und dann auch noch gegen den Drachen. Ich habe einen Drachen gesehen, der war deutlich schneller unterwegs, sag ich mal. Irgendwie kann ich nicht so richtig schnell laufen. So, wo gehen wir jetzt hin? Unter Wölfen oder wie? Im Zweifel ja. Ich brauche noch ein Kultgeheimnis, dann kann ich den nächsten von dem Drachen-Dings machen. Wo findet man die Ja, cool, Kultgeheimnisse? aber der Ghost Ja, Rider. das kriegst du für diese Daily Quest und du musst jetzt noch bei diesem Friedhof machen. Der niemals tot Friedhof. Lass uns erstmal aus eben unten verschwinden. Ah. Ich überlege gerade, was sich so am besten als Übersetzung für Downs so eignet. Untens.
Sümpfe vielleicht, also. Nee, nee, das ist Hügelland, so. Eben das Hügelland, wie ich damals sagte. Ja, nee, aber nicht, das... Ja, kommt wahrscheinlich von ebenwärts, ich weiß. Nein, das ist mir egal, sondern das Hügelland, das, da muss irgendwo ein besseres Wort für her. Super geil, ist aber dennoch schlechtes Hügelland. Ich meine, sowas wie Sherwood Forest könnte man übersetzen wie Sherwood Wald oder Walden oder... Ich meine, irgendwie Sherwood, muss doch Downs Sherwood auch eine passende deutsche Übersetzung haben, oder nicht? We proudly presents the adventures of eben unten. In the middle of Sherwood unten. Toll. Gerade eben hat mein Gedächtnis offenbar Schnecke mit Snake übersetzt. Was ja total scheiße ist. Das ist schon hart, das ist Snake ist übrigens Schlange, das weiß ich. Oder ausgelaufen, ne? Ausgelaufen, der Rücken, ja. Da gab's irgendwo noch eine coole Übersetzung. Oh, das, die ist sogar noch aktuell, wo war das? Das war irgendwo, habe ich das gesehen. Ja, war es nicht bei einem Spiel, was wir auch zusammengespielt haben? Ja, nee. Ich glaube nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Velosk? Ich bin erstmal zur Enklave zurück. Aber wenn man mal das Quest-Logbook guckt hier, wenn das uns hingeladen hat. Schwupp. Velosk. Das ist für Level 38. Und alles andere ist höher. Was würde ich sagen, Velosk, ja. Schauen wir, was uns die Welt heute zu bieten hat. Irgendwie laufe ich wirklich langsam. Oh ne, mit der rede ich nicht. Ist wieder irgend so eine komischen Event-Quest-Sachen so. Ich hier schon von hier. Ich finde es echt irgendwie schade, dass hier so ein Soundtrack zu finden ist, der... Ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Soundtrack des Spiels nicht identifizieren. Ich kann mich mit gar keinem Soundtrack von irgendeinem Spiel identifizieren. Der Soundtrack passt irgendwie nicht so richtig. Der passt irgendwie nicht. Ich bin ganz andere Soundtracks gewöhnt. Zumindest in solchen Geschichten. Das kann auch sein, was ein... Das ist irgendwie nicht so richtig, ich weiß das gar nicht. Die Protectors Enclave, ja, der Nordwesten von der... Das ist eine atemberaubende Geschichte. Das ist eine atemberaubende Geschichte. Das habe ich gerade angenommen. Jago, Gesellschafter auf Piraten Himmels halt helfen? Kommt bekannt vor. Pirate Skyhole, Company Jago. Genau, aber das ist mit Level 42. Sollen wir das machen? Nee. Noch nicht, wir machen erstmal Velos, Company of Wolves. Okay. Level 38. So, kann ich jetzt diese Drachenquest irgendwie weitermachen? Was brauche ich denn dafür? Achso, ja, das kann ich jetzt. War das auch wieder so lange? Ja, Tatsache, auch wieder 20 Stunden. Oh. Junge, wie viele Wochen braucht man denn für diese Kampagne, ey? Ich mach sowas gar nicht mehr. Ja, ich habe schon zu Marc gesagt, das wird irgendwie viel zu krank. Und, das ist wie so eine Mischung aus einem ganz normalen MMORPG plus noch irgendwie sowas wie O-Game, wo du jeden Tag irgendwie mal so 5 Minuten irgendwas machen musst oder in dem Fall jetzt da sogar irgendwie eine Viertelstunde oder so. Mhm. Velosk. Velosk, das klingt irgendwie wie so ein Bindemittel oder sowas. Kellogg's. Bin übrigens gerade sehr cool in den bei NWN in Tiefwasser unterwegs. Waterdeep. Ja, und zwar im Unterberg tatsächlich. Das ist südlich von Neverwinter, ne? Ja, und das liegt hier anscheinend ganz oben in The Cracks, was auch immer das heißt. Und eigentlich sollte es da unten, wo eben unten ist,
Ne, stimmt gar nicht. Warte mal. Blackendecker-Ruinen. Wo ist denn die Schwertküste? Achso. Die ist südlich von Neverwinter. Ne, da ist die Schwertküste. Aber... Okay, Tiefwasser sieht man hier nicht. Das ist... ich gehe jetzt mit der Maus ungefähr dahin, wo links von Helms Halt. Da müsste Tiefwasser eigentlich sein. Vielleicht noch einen Ticken höher sogar. Meine ich. Und da ist das Unterberg, der Unterberg, und da ist auch das Unterreich. Das ist nicht da oben. Unterreich ist überall. Ja, aber das ist doch nicht da oben. Das sogenannte Unterreich ist unter dem Unterberg. Nee, das Unterreich ist unter der ganzen Karte. Ich wehre mich tatsächlich total gegen das. Aber ich gehe erstmal nach Weldaus. Ja, das Unterreich ist aber nicht so groß. Doch. Nein. Doch. Nein. Das ist riesig. Das ist das Reich von einem Gott. Und der hier verbringt schon ganze Ewigkeiten, da unten eine neue Tunnel zu graben. Also, das ist gigantisch. Das Unterreich ist das Reich der Drau. Ja, die leben auch da. Was ist nicht das Reich von denen? Doch. Man kann die ja nicht mal wirklich als eine Nation bezeichnen, weil das ja alles so Stadtstaaten sind. Und schon innerhalb von diesen Stadtstaaten bekämpfen die. Das ist blasphemisch, was du jetzt gerade sagst. Nein, das steht so in den scheiß Büchern. Weil als du gesagt hast, dass du eine Drau spielen willst, habe ich halt mir immer da so ein bisschen was angelesen halt, ne? Abgelesen. Der dunkle Jäger zerstört drei Schattentotems im verfluchten Wald östlich des Jägerpfades. Uraltes Erbel, ja. Sammelt Ahnenketten bei den Leichen von Ragnarok, Bayrak und Davian, der Opferstein im Westen des Jägerpfades. Ein Scheißtext bringt diese zum Steingrab des geehrten Totem. Alter, was ist denn das? Okay, wir machen erstmal das, Was? Und Wölfe füttern. Machen wir erstmal das. Machen wir erstmal verkaufen. Dieser Gegenstand kann nicht verkauft werden. Ja, dann mach es doch weg. Man diesen Wolf auch füttern kann? Ich glaube nicht, dass er viel zu fressen braucht. Der sieht irgendwie auch nicht so gesund aus. Der ist so blass. Irgendwie habe ich was übel, was ich nicht nutzen kann. Irgendwie besteht die Hälfte bei mir aus Questgegenständen. Ja, geh weg. Ja, ich möchte entsorgen, danke. So, und da möchte ich was veredeln. Geht nicht. Achso, doch, da. Einfach reinhauen. Und wie sieht es aus? Kraft. Nee, Regeneration ist besser. Ich laber voll Scheiße. Seid ihr schon zurück? Okay.